Ist das dein Scheiß Ernst oder was? Moritz! Hast du Aua im Kopf? Wie siehst du denn, was ist denn los bei dir? Wie siehst du denn überhaupt aus, Till? Das ist Seide, Moritz. Das ist das Camouflage der Bühne. Das ist... Oh, Jesus, Diggi, was? Seide oder was? Und dann jetzt hier Bademäntel sind Heißluftballons für Zwerge oder was? Was ist denn los bei dir? Moritz, das ist genau das Stichwort. Wir sind Zwerge, weißt du das? Weil wir bei ZDF Neo sind. Das ist nämlich das große Problem. Wir brauchen die große Bühne. Ich habe mit Josef Hader geredet. Amphibientheater, sagt dir das was, Moritz? Diggi, da verdienst du das Vierfache. Kannst du vom Fahrrad absteigen? Kriegen wir das hin, dass du wenigstens vom Fahrrad absteigst? Klar, gerne. So, total weißt du, warum? Das, klar, wer zahlt das? Wer zahlt das? Das ist meine erste Frage. Zahlen, Popalen. Das ist wieder so klein gedacht, Moritz. Wir haben es verdient, das ist doch wichtig. Jetzt sind wir erstmal hier. Wodurch haben wir uns das verdient? Weil wir das alles vorausgesagt haben. Was haben wir vorausgesagt? Alles. Digi, ich wusste nicht mal, wie das Wetter ist in Berlin. Ich habe mich halb totgeschwitzt auf dem Weg hierher. Ja. So weit weiß ich was voraus. Siehst du, und ich bin dein Orakel. Ja? Deswegen hast du ja mich. Ja, wirklich. Du bist nicht kein Orakel. Du siehst aus wie ein verrückt gewordener Georg Kreisler. Du bist schwachsinnig, kein Orakel. Was ist los? Nein. Ich hab's jetzt alles verstanden. Es ist jetzt alles zusammengefügt. Du, wir haben die Sachen vorausgesagt, Moritz. So, und ich hab sogar vorausgesagt, dass du so reagierst. Ja, Moritz, deswegen habe ich was vorbereitet. Hier, komm mal mit. Guck dir das mal an. So, pass auf, in der Sendung, ja? Ich kann das nicht. Pass auf, in der Sendung reden wir über Maskenpflicht, ja? Maskenpflicht. Okay, Maske tragen ist wirklich gut, um andere zu schützen. So, was kommt eine Woche später? Die Maskenpflicht wurde nicht eingefügt, weil du das bei ZDF Neo gesagt hast, sondern wegen Corona. Das war der Grund für die Maskenpflicht. Habe ich auch noch gedacht. Na klar, habe ich gedacht. Kann Zufall sein. So, pass auf. Dann das Nächste. Dann sag ich, Kulturförderung in Bayern gibt's nicht, ja? Kritisiere ich Soforthilfe. Schlagt ein Rad, wenn ihr für Soforthilfen seid. Rate mal, wie es in Bayern ist. Was kriegst du, wenn du in Bayern lebst? Also genau, 0 Euro. Ja, was gibt es eine Woche später? Genau. Die Kulturförderung wurde in ganz Deutschland flächendeckend eingeführt. Das warst nicht du. In Bayern kam es eine Woche später. So, dann haben wir spaßeshalber. Moritz, wie viele Zeichen brauchst du noch? Pass auf, du brauchst noch ein Zeichen mehr, gar kein Problem. Dann machen wir einen Spaß, sagen wir, die Bundeswehr wird privat eingesetzt. Ja, da sagen wir so, die sollte im Alltag eingesetzt werden. Haben wir Witze gemacht. Was macht die Bundeswehr im Moment? So, dass man die Soldaten wieder ins Leben reintegriert. Was kommt spät? Was ist jetzt der Fall? Bundeswehr im Altenheim. Das ist Zufall. Wie viele Zufälle brauchst du dann, um zu merken, das steckt ein System dahinter, Moritz? Wir machen nicht Witze über Nachrichten. Wir sind die Nachrichten. Die Tagesschau. Die Tagesschau sind Nachrichten. Nein, wir machen Witze bei ZDF Neo. Wir machen die Nachrichten. Die Verschwörungstheoretiker, die gibt's gar nicht. Jesus, die Verschwörungstheoretiker, das ist eine Verschwörung, oder was? Ja! So, hier, Attila Hildmann. Kennst du den? Kennst du den Attila Hildmann? Hast du ihn mal persönlich getroffen? Kennst du irgendwen, der schon mal bei Attila Hildmann gegessen hat? Wer sollte Attila Hildmann erfinden? Ja, Merkel. Merkel, ja klar. Warum erfindet Merkel Attila fucking Hildmann? Ja, um uns Linke zu ärgern. Damit wir jetzt wieder für Merkel sein müssen. Das ist wie 2015, weißt du? Mit den Geflüchteten. Die war doch dann für Geflüchtete. Auf einmal waren die Linken auch alle für Geflüchtete. Du warst doch sowieso für Geflüchtete. Natürlich war ich für Geflüchtete. Ja, selbstverständlich. Und so ist es jetzt aber auch. Weißt du, natürlich bin ich gegen diese ganzen Irren. Ja, so kann ja gar nicht anders sein. Aber dafür, jetzt muss ich mich einreihen. Mit den ganzen Konservativen muss ich jetzt gegen die Verschwörungstheoretiker demonstrieren. Weißt du, da hast du ja nur den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja, mit den Konservativen, da habe ich nur den kleinsten gemeinsamen Nenner. Dann demonstrierst du dafür zu sagen, lass uns nichts völlig Verrücktes machen. Da kannst du auch gleich dafür demonstrieren, dass Leute ein Sicherheitsgurt anlegen oder bei Rot stehen bleiben. Digi, deswegen ist es ja gut, wenn man gegen diese Hygienedemos ist, weil die fucking irre sind. Ja, natürlich, aber wenn du gegen die Hygienedemos bist, bist du auch gleichzeitig für die Staatshilfen für Lufthansa. Das ist das Problem. Das ist das Problem? Ja. Dass die Lufthansa da noch mit drin rumhängt, oder was? Ja, selbstverständlich. Ja, Lufthansa, VW, Merkel. Alle mit drin. Okay. Und ja. Die Demos gab's nicht. Die gab's nie. Nein, die natürlich gibt's die. Ja, aber das ist ein Schauspieler gewesen. Von der GEZ. Den ist langweilig. Okay, nee. Ja. Okay, pass auf, ich fasse das zusammen. Ja. Die Verschwörungstheorien sind eine Verschwörung. So. So. Und dann hat Angela Merkel Attila Hildmann erfunden. Ja, klar. Digi, wenn du da anfängst, wo hört das denn auf? Das ist doch genau dieser Kaninchenbau, in den Leute wie Xavier Naidoo und die Menschen da immer, wo du nie wieder rauskommst. Weißt du, wenn du da anfängst, so, und dann so, Staatsmedien, Demo.
Wo hört das denn auf? Gibt's jetzt auch, ab wann gibt es denn bei dir Echsenmenschen? Gibt es Echsenmenschen? Nein, das ist doch das schon so vollkommener Bullshit. Fledermausmenschen, wie geht's? Jesus. Ja, was denn? Natürlich, informier dich mal, Mammut. Die sitzen im Erdkern und bewachen das Erdöl. So, Diggi, kannst du dich abschminken? Das ist Punkt 1. Du hast keinen Bartwuchs, hör auf so zu tun. Kannst du diesen Bademantel verbrennen? Kannst du irgendwo hingehen? Und dann können wir danach uns unterhalten, wie vernünftig. Ach, traurig. Mit dir spielen ist immer dann, es ist immer sofort so ein Dorfschwank. Ich will diese Sendung aufzeichnen. Ich möchte, dass du dich abschminkst. Gut, machen wir es ohne Glamour. Ciao, adios. Jesus, fuck. Ich weiß, dass der ein oder die andere, ne, die fragen sich, wo Till sind. Ich weiß, der Hälfte ist nicht aufgefallen, dass der nicht dabei ist. Wenn ihr wissen wollt, warum ich den Scheiß jetzt alleine machen muss, weil einer von uns beiden das verkackt hat, dann einfach Dienstag einschalten, ZDF Neo, 22:15 Uhr. Mit mir, vor allem mit mir.